Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips. Kalk, seine Ablagerungen in Leitungen, in Kocher, Töpfen, Kaffee und Spül- und Waschmaschinen, das soll ab sofort der Vergangenheit angehören. Der Garant dafür? Die neue Enthärtungsanlage im Wasserwerk der Stadt. Sie reduziert das Trinkwasser von derzeit 21 Grad deutscher Härte auf fast die Hälfte. Am zweiten Adventssonntag konnte Bürgermeister Ulrich Berger die neue Anlage offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Gut 3,8 Millionen Euro kostet die gesamte Anlage. Um etwa 35 Cent steigt ab Januar der Preis pro einem Kubikmeter Wasser. Für einen sogenannten Single-Haushalt wären das bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 40 Kubikmetern 14 Euro. Doch dafür reduzieren sich die Schäden an den Leitungen und Haushaltsgeräten sowie die Ausgaben für Entkalkungsmittel. Wie aber reduziert die neue Anlage, die auf dem modernen Kerrix-Verfahren basiert, den hohen Kalkgehalt des Salzkottener Wassers? Das Herzstück dieser Anlage bilden diese 6 Behälter, Durchmesser 3 Meter, Höhe 6 Meter. Jeder dieser Behälter kann mit unzähligen Kügelchen aus Kunstharz gefüllt werden. Diese haben einen Durchmesser von 1 mm und tragen eine elektrische Ladung. Das aus den 4 Brunnen geförderte Wasser durchströmt von oben nach unten die Behälter. Dabei dockt im Wasser gelöster Kalk an die Kunststoffkügelchen an. In regelmäßigen Abständen werden die Behälter nach und nach außer Betrieb genommen und gereinigt. Dabei wird Wasser, das mit Kohlensäure versetzt ist, unter hohem Druck von unten nach oben durch die jeweiligen Behälter geschickt. Der Kalk löst sich ab, die Kügelchen können wieder verwendet werden. Und noch weitere gute Nachrichten konnten die zahlreichen Besucher mit auf den Nachhauseweg nehmen. Die neue Anlage reduziert neben dem Kalk zugleich auch noch die ohnehin schon niedrigen Nitrat- und Chloridwerte. Wasser ist Leben, dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Zeanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier.